Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ihr habt vielleicht schon den Titel gelesen, Scorpion Plays ist tot. Ich erkläre euch gleich mal warum. Im Übrigen wundert euch nicht, was hier im Hintergrund läuft. Ich habe gerade hier mit den beiden Jungs gezockt und bin gestorben und ich hatte gerade irgendwie so unnormal heftig das Verlangen. Also erstens, die beiden spielen immer gut, also Gameplay ist sowieso jetzt nice. Okay, er ist jetzt gerade gestorben, das war es wieder komplett. Das heißt, fürs Gameplay ist auf jeden Fall gesorgt im Hintergrund. Komm, wir können sogar ein bisschen hier... Ach, scheiß auf Gamesound, ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Wenn die beiden sterben, ist auch egal. Ja, ihr habt es gelesen im Titel, Scorpion Plays ist tot. Das ist auf jeden Fall Fakt. Also, ja, ich habe es geschafft, diesen überaus erfolgreichen Gaming-Kanal einfach zu ficken. Ich weiß nicht genau womit, ihr könnt es ja mutmaßen, könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, aber es ist definitiv, es ist wirklich gestorben, oder? Egal, ich schaue jetzt einfach Panda-Beauftragte zu. Es ist definitiv der Fall, dass Scorpion Plays gerade tot ist, egal was ich hochlade. Es kann Fortnite sein, es kann COD sein. Die letzten beiden Videos haben, glaube ich, so 12.000 Aufrufe. Und normalerweise darf man nicht sagen, Kanal ist tot, sondern man müsste immer sagen, ja, danke, dass es gerade so gut läuft. Das ist so der psychologische Ansatz dahinter. Aber es wäre eine Lüge, das zu sagen. Und wenn man jetzt sagt, ja, sei nicht so zahlenbasiert, bin ich schon seit einem Jahr nicht mehr. Sonst müsste ich mich umbringen, weil vor einem Jahr hatte jedes Video 300.000 Views und jetzt eben nicht mehr. Und deswegen dachte ich mir, okay, an welchem Punkt wirst du... Jetzt ist es egal, ob ich darüber rede oder nicht. Der Kanal ist jetzt tot, jetzt gerade. Natürlich wird er wahrscheinlich, also ich hoffe, er wird nicht tot bleiben, aber jetzt gerade ist er faktisch gesehen tot. Und das ist definitiv so. Also alle Hater oder so können sich jetzt mal freuen. Scorpion Plays ist gefickt, also ist wirklich gefickt. Und ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe ja auch zwischendurch einen Strike bekommen. Ich habe oft gewechselt dieses Jahr. Was ich gemacht habe, im Übrigen, kann ich ja jetzt sagen, ganz am Anfang bin ich auf Fortnite aufgesprungen, weil es echt einen krassen Hype hatte. Alle, die es mir damals vorgeworfen haben, hatten recht. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt ist es definitiv nicht mehr so. Ich zocke jetzt gerade, ohne aufzunehmen, Fortnite. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Aufnahmen nur gestartet, weil mir das gerade echt auf dem Herzen lag. Und seit Season 5 ist es nicht mehr so. Seit Season 5, auch schon so ein bisschen in Season 3, aber vor allem seit Season 5 liebe ich Fortnite echt extrem. Und es ist halt schwer, in COD immer die Nummer 1 gewesen zu sein, oder lange die Nummer 1 gewesen zu sein, und sich dann einzugestehen, dass es jetzt gerade nicht mehr so ist. Ich meine, der Algorithmus hat meine Kanäle, hat beide Kanäle schon seit 3 Jahren nicht mehr empfohlen. Ist halt Fakt. Ist halt so, hat er nicht. Aber ich bin bei meinem Hauptkanal bin ich auch immer der Meinung, also bei meinem Hauptkanal weiß ich einfach, er läuft, er wird immer laufen. Und wenn dann mal ein Video nur 100.000 Views hat, ist es halt so, aber unter 100.000 Views passiert da eigentlich relativ wenig und das ist immer noch völlig in Ordnung. Ich habe mir da für die Zukunft auch vieles überlegt, es ging jetzt halt die letzten Wochen nicht. Aber bei Scorpion Plays muss ich ganz ehrlich sagen, ist es, glaube ich, relativ egal, was ich zurzeit versuche. Der Kanal ist ziemlich tot, ja. Also, ich muss damit halt irgendwie leben, oder beziehungsweise ich würde es natürlich gerne ändern und deswegen habe ich einfach diese Aufnahme gestartet, weil es sowieso keinen Unterschied macht, ob ich das Video mache oder nicht. Deswegen wollte ich einfach mal die paar Leute, die jetzt gerade eingeschaltet haben, einfach fragen, was soll ich machen? Also was wollt ihr sehen? Ich werde nach wie vor 4-mal die Woche hier hochladen und wenn der Kanal tot ist, ist er halt tot. Aber da lade ich halt einfach 4-mal die Woche auf dem toten Kanal, ist mir scheißegal. Gaming ist meine Leidenschaft und ich fände es scheiße, wenn Gaming mich jetzt verlassen würde oder ich Gaming verlassen würde. Aber es ist halt so, dass es langfristig gesehen natürlich nicht geht, dass ich viel Arbeit in einen Kanal stecke, der mir nichts bringt am Ende. Dann zocke ich einfach so in meiner Freizeit und werde mich auf meinen Hauptkanal konzentrieren. Das will ich aber nicht halt. Es ist halt auch krass zu sehen, wie Leute wie Monty jetzt alles zerstören und ich selber nicht hinterherkomme, das regt mich halt so heftig auf. Natürlich, Regel Nummer 1 ist, vergleich dich niemals, aber es hat auch jetzt gerade nichts mehr, es ist ja nicht mal mehr in Relation zueinander. Das ist ja, ein Vergleich ist ja untertrieben. Wisst ihr, was ich meine? Ein Vergleich ist ja completely untertrieben, weil ich bin ja nicht mal mehr so im Vergleich und keine Ahnung, das regt mich natürlich voll auf, es fickt mein Ego natürlich schon, bin ich ehrlich zu euch, und ich nehme jetzt hier auch kein Blatt vor den Mund, ich habe jetzt keinen Bock mehr, irgendwelche Floskeln zu sagen und zu sagen, ja, aber und so, Digga, der Kanal ist gefickt einfach.
Und das ist jetzt unser Ausgangspunkt. Und die Leute, die mich jetzt weiterhin begleiten wollen, können mir jetzt gerne kommentieren, was sie hier sehen wollen. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass... Alter, läuft jetzt... Ich dachte gerade, das wäre nicht seine Falle. Alter, die spielen ja richtig Summer Skirmish hier. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Meinung, dass das neue COD daran was ändern wird. Weil der Kanal ist gefickt und nicht die Spiele sind gefickt oder sonst was. Ich meine, ich habe bei Fortnite am Anfang verkackt und das regt mich richtig auf. Das fuckt mich richtig ab, ey. Das regt mich richtig auf. Ihr könnt nicht vorstellen, wie mich das aufregt, weil ich das Spiel halt liebe. So, ich habe dieses Spiel lieben gelernt. Das fuckt mich halt richtig ab, dass ich am Anfang gechoked habe, ne? Das ist halt so ein Punkt jetzt, wo es mich so aufregt. Trotzdem bin ich offen dafür, weiterzugehen und weitere Schritte einzuleiten. So, das ist ja klar. Und ich werde nicht, also das, ich denke jetzt nicht, ich gebe auf, aber ich erzähle euch den Fakt, Scorpion Place ist gerade tot, wirklich komplett tot, dead, tot, liegt im Krankenhaus, nicht mal mehr, ist schon Intensivstation, liegt schon fast im Leichenkeller, also es ist einfach ein toter YouTube-Channel. Und ich habe immer gesagt, es gibt zwei Optionen für mich, entweder, es gibt nur eine Option. Also die Option ist, ich werde nicht untergehen, wie manche YouTuber untergegangen sind, und werde am Ende keine Views mehr machen, das sehe ich nicht ein. Dann nehme ich lieber meinen Hut und sage, es war eine schöne Zeit. Wie gesagt, die Gedanken gehen gerade wirklich Richtung Scorpion Place. Hauptkanal wird sich sowieso immer regeln, das ist gar kein Problem, weil da diese Marcel-Art eigentlich am besten zu tragen kommt. Bei Fortnite ist es halt so, ich muss mich immer so heftig konzentrieren in den Runden. Ich habe zum Beispiel heute bestimmt 7 Stunden nur Playground gespielt, einfach nur um besser zu werden, weil es mich aufregt, nicht gut zu sein, Mann. Ich habe in COD, wisst ihr, warum ich die ganzen Jahre nicht gestreamt habe? Weil mein Ego mich fickt, wenn ich streame. Und ich muss diese harte Sprache jetzt verwenden. Ihr wisst, ich kann auch anders sprechen, aber ich muss diese harte Sprache jetzt verwenden. Da ist die Runde auch vorbei. Titania, gratuliere dir. Mein Ego lässt es nicht zu, dass ich schlecht bin, und ich bin einfach in Fortnite noch nicht so auf dem Punkt. Klar, ich habe schon 15er Rounds und so gehabt und es wird von Tag zu Tag besser, jetzt vor allem nach dem Urlaub wieder. Man grindet sich jetzt langsam wieder zurück, aber man ist immer noch lange nicht bei dem Punkt, wo man das Gefühl hat, dass es reicht, weil ich bin in COD, ich habe keine Runden hochgeladen, wo ich 15 zu 16 gegangen bin, das gibt's nicht. Wenn ich unter 40 zu 5 in TDM habe ich nichts hochgeladen, weil das einfach meine Art ist. Das ist mein Standard. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich warte jetzt, bis ich in Fortnite gut bin, oder ich überlege mir Serien, die nichts mit Skill zu tun haben, oder ich werde einfach schnell besser. Und ja, das sind meine Thoughts of the Day. Also der Kanal ist tot. Und jetzt ist die große Frage, was machen wir daraus? Also jetzt können wir nichts mehr verlieren, das ist das Coole. Also jetzt können wir nur von vorne anfangen. Wisst ihr, was ich meine? Wir fangen von vorne an. Und das ist jetzt der Punkt, an dem wir stehen. An dem ich stehe, mit euch gemeinsam. Und deswegen, Leute, mich würde es freuen, wenn ihr mir Tipps gebt, was ich besser machen kann. Ich habe anscheinend nicht mehr das richtige Gespür. Also das richtige Gespür fehlt mir anscheinend. Oder die Leute gönnen mir auch nicht, in Fortnite erfolgreich zu sein. Also an alle Leute, die es mir nicht gönnen, Fortnite erfolgreich zu sein, ihr habt es geschafft. Guck mal, ich liege am Boden auf Scorpion Place. Ihr habt es geschafft. Was ihr euch gewünscht habt, ist eingetreten. So sagen wir es mal lieber. Aber wie gesagt, ich gebe deswegen nicht auf. Es gibt jetzt nur die Möglichkeit, wieder von vorne anzufangen, den Spaß an der Sache wieder mehr zu entdecken. Und deswegen würde ich sagen, ja, schreibt mir in die Kommentare, was euch interessiert. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Das ist das interessante Video für heute. Ihr könnt die Videos der letzten Tage gerne abchecken. Ihr werdet sicherlich die ersten, die es anklicken. Dann sehen wir uns morgen auf dem Hauptkanal wieder mit einem freshen Video. Und dann ist der Rhythmus halt folgendermaßen: Montag Scorpion Place, Dienstag Hauptkanal, Mittwoch Scorpion Place, Donnerstag Hauptkanal, Freitag, Samstag Scorpion Place, Sonntag Hauptkanal. So sieht es nämlich aus, Freunde. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Video. An alle, die jetzt noch bei mir bleiben, ich liebe euch Jungs und Mädels da draußen. Wir ziehen das gemeinsam durch. Ich zeige mich nie schwach auf YouTube, nie. Ich hasse es wie die Scheißpest, mich schwach zu zeigen. Ich hasse es, mich angreifbar und schwach zu zeigen. Es ist nicht meine Art, und ich habe auch wirklich ein bisschen verkackt, muss ich sagen, indem ich mich nicht mehr schwach zeige. Früher habe ich euch an allen Gefühlslagen teilhaben lassen, aber irgendwann habe ich angefangen, mich nur noch positiv darzustellen und euch niemals meinen Kopf fake zu präsentieren oder so. Aber jetzt sind wir an so einem niedrigen Punkt auf Scorpion Place, das ist eigentlich scheißegal, das wisst ihr, was ich meine. Deswegen schreibt mir einfach, was ihr dazu denkt. Also wir haben nichts mehr zu verlieren, Leute, immerhin. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin, euer Marcel.